Zusoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Sims 4 Rising Star, denn ja, genau, wir wollten uns eine neue Agentur suchen, ach je, genau, das habe ich total vergessen und dann haben wir ja doch einen Cut gemacht letztes Mal und heute geht's weiter, schön, dass ihr da seid nach Weihnachten, ich hatte jetzt meine 2 Tage Pause, jetzt kann es wieder richtig losgehen. Okay, so, schauen wir doch mal, was haben wir denn hier? Vorteile, bessere Bezahlung für Drama und Action, Primetime TV und Filmauftritte, okay. Verbesserte automatisierte Erinnerungen, Maximierung deiner Arbeitszeit. Maximiere deine Arbeitszeit. Ach, heißt das, dass wir dann schneller dahin kommen? Vorteil, Beziehung zu Regisseur aus Geschichts- und Musikgenre eröffnen. Schauspieler, niedrigen Erwöhn, möglichst für Auftritte, besonders Trost. Besonderer Trost mit Castings nicht. Ja, das brauchen wir nicht. Ich würde gerne mal künstliche Individuen ausprobieren. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das da läuft. Wir behalten aber unser Casting. Ja, tun wir. So, morgen um 19 Uhr geht's los. Okay. Das kann ja lustig werden. Ach, herrje. So. Oh, der Rabatttag ist schon durch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Der Rabatttag war auch erfolgreich. Und du musst 10.000 Sachen aufheben, habe ich das Gefühl. Hast du eigentlich auch diese Happy Challenge, die wir hatten? Renaissance, Computer, Ort, Liebe, nö. Natur, Beliebtheit, Partylöwen, nö. Anscheinend nicht. So, du müsstest noch ein bisschen... Nee, auf Kommando joggen gehen. Du müsstest noch ein bisschen joggen gehen. Und du müsstest bitte mal hier alles wegwerfen. Ah, sehr gut. Sehr gut, du räumst auf. Oh Gott, ist das viel. Was ist denn hier los heute? Dass hier so viel Müll ist. Ach ja, wir haben ja gestern Geburtstag gefeiert. Surprise! Und Neujahr. Und es ist sehr voll geworden. Halten wir das einfach fest. So, was machst du denn jetzt als nächstes? Genau, du brauchst als nächstes deine 35.000 und dann 50.000 Erspartes. Oh, wir wollten doch eigentlich weiterbauen. Naja, wir sparen, glaube ich, erstmal auf unsere 50.000. So. Untersuch doch mal die Trends. Ich würde dir gerne auch eine Musikstation geben, ehrlich gesagt, aber die passt hier nirgendwo hin. Oh, Fitnessfähigkeit 4. Ob das was... Wir bestehen noch niemals das traurige Vlogs programmieren. Moment, ich möchte jetzt hier einmal... Ich möchte jetzt einmal dieses Ding aufstellen. Wow, dieses Ding, das ist sehr genau. Ich muss mal gerade gucken. Hier müsste das sein, ne? Musikstation. Ich weiß, wie die aussieht. Also wenn ich sie sehe, dann... da. Kann man gar nicht übersehen. So. Kommt hier jetzt noch so ein Musikdings hin. Neuer Song programmieren. Joan. Plonky Zombre. Opella. Looping. Luling, Plonky Zombray. Das klingt doch gut. Okay, ja, produziere das mal. Ach, er hat ja die Medienfähigkeit schon. Aber vielleicht, ja, weiß ich nicht. Er könnte ja mal sein. Sein Studio ausbauen. Also ich finde, er könnte dann auch in allen Bereichen arbeiten, wenn er alle Bereiche drauf hat. Oder? Uch. Das sieht schon richtig professionell aus. Sonst wäre er so ein professioneller DJ. Gott, was ist das? Das kenne ich. Das sind diese Plugs. Da kannst du so Töne draufsetzen. Dann haben wir da dieses Schallplatten-Ding. Ja, mehr kenne ich nicht. Ja doch, das ist der Audio-Output. Das kenne ich auch. Das habe ich auch. Ja, tatsächlich. Man ist schon fast ein Musiker, wenn man YouTuber ist. Interessant. Okay. So, er produziert. Das ist gut. Und was machst du? Du machst... Du duscht. Warum nicht? Okay, Fitnessfähigkeit 7. Ach, hey, hey. Schatz von Arabville. Wird sie nicht da auch voll zum Prolet? Nicht Prolet. Also wenn man sportlich ist, ist man ja nicht direkt Prolet. Denn Ruf eilt dir voraus. Das heißt, dass du ein freundlicher Sim bist. Wenn du dich anderen Sims vorstellst, besteht die Chance direkt... am Anfang eine intensive Freundschaft zu schließen. Ich wollte schon sagen, zu genießen. Oh Gott, ihr seid auch schon beide über 30, oder? Wie alt seid ihr denn? 20. Bis zur nächsten Altersstufe. Ach so, 20 Tage.
Ja, dann sind die jetzt aber schon 30. Die sind voll alt. Ach je. Die müssen sich ja auch noch hier wegen Kindern. Neuen Song produzieren. Wie lange dauert denn das, einen Song zu programmieren, würde ich schon sagen. Produzieren. So, du könntest noch was für dein Fame-Level tun. Du musst, glaube ich, noch auf Kommentare Updates posten. Auf Kommentare antworten. Wir müssen unsere Geschicklichkeitsfähigkeit auch noch verbessern. Geschicklichkeit 3,5. Okay. Das Board sieht auch schon nicht schlecht aus. Board gestalten. Schwarzer oder weißer Hintergrund. Ach, da können wir noch so einen Eindruck hinzufügen. Wo ist denn dieses riesige Tablet? Ach, da. Eindrücke schnell skizzieren. 180 Follower dazu gewonnen. Sehr gut. Nimm doch mal selbst ein Video auf. Das finde ich eine gute Idee. Nimm doch mal selbst einen fröhlichen Vlog auf. Gorba. Schreckliche Dusche, oh je. So. Wie lange brauchst du noch mit deinem Song? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange dieser Song noch dauert. Das ist jetzt schon 1 Uhr nachts und. Okay, du machst. Ach, oh je. Von fröhlicher Vlog in trauriger Vlog. Rabatttag war erfolgreich. Der Rabatttag. Ach nee, der Feiertag Rabatttag war fantastisch. Damien hatte eine wunderbare Zeit und konnte alles tun, was er geplant hatte. Ein glücklicher Vlog. Mein erster Vlog. Hashtag Luna Lover, keine Ahnung. Luna Öpfer. Lover. So. Hallo ihr meine Lieben. Die Lieben. Großschreiben. Willkommen zu meinem neuen Video auf diesem Kanal. Hashtag Luna Lover. Ja, finde ich gut. So, Rabatttag war auch für dich erfolgreich und 3 Uhr nachts, hör mal auf, bitte. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert mit dem Song programmieren. Wieso will ich mal Song programmieren sagen? Vielleicht sollte ich irgendwas Einfaches mal nehmen. Das ist vielleicht einfach zu schwierig. So. Okay, und danach gehst du bitte duschen. Oh Gott. Ach nee, warte. Erst musst du deinen Eindruck dann ja hier ans Board hinzufügen. Oh, noch volleres Board. Das ist doch schön. Er ist ein richtiger Stilguru, habe ich das Gefühl. Ja. Naja, füg mal deinen Eindruck hinzu. So viel voller kann das Board ja nicht mehr werden, ne? Board gestalten. Ja. Geh was essen um 4 Uhr nachts und leg dich dann bitte hin. Oh Gott, es ist schon so spät. Es ist schon einfach 4 Uhr nachts. Naja, fast 5. Und er ist immer noch wach. Also wenn ich um diese Uhrzeit bei mir zu Hause rumgeistern würde, ich glaube, ich würde erschlagen werden. Würde so heißen, wie kannst du noch hier rumschleichen um die Uhrzeit? Ja. Okay. Ach wow. Jetzt bleib doch mal bitte liegen, egal wie sehr du stinkst. Du bist müde. So. Der mir verschwindet aus dem Rampenlicht. Oh je, steh auf. Steh auf. Updates posten, auf Kommentare antworten. Huch, da kam was von der Schauspielagentur. Du gehst arbeiten. Was kam denn da von der Schauspielagentur? Ich hab's weggeklickt. Künstliche Individuen stehen. Bei künstlichen Individuen stehst du im Mittelpunkt. Ah, okay. Okay, du lädst Updates hoch. Und dann, jetzt das Video hypen wäre vielleicht auch noch eine Idee. Wie viel fehlt denn noch bis zum. Oh, dir fehlt auch noch ein bisschen was, ne? Oh, 4099 Follower. Wow. Nein. Ach so.
Mehr geht nicht. Besser? Nö. Genau, geh mal duschen. Und du musst, glaube ich, auch mal aufstehen, oder? Ja, du bist auch fit. Na komm, steh auf. So, okay. Dann aufräumen. Dann, ich guck gerade, haben wir noch irgendwas? Ich glaube, wir haben nichts mehr. Verdorbenes Essen aussortieren. Das ist sowieso eine gute Idee. Und dann öffnen. Oh, hallo Damien, wir brauchen einen berühmten Partner, um im Rahmen einer zielgerichteten Werbekampagne den Kabelkanal TV Dinner zu promoten. Schließe in den nächsten 24 Stunden eine der folgenden Optionen ab, um den Vertrag zu erfüllen. Verwende die Videostation, um aufgenommenes Videomaterial hochzuladen. Unsere Werbeagentur wird dich in einige Kochszenen einbauen und dich für die Nutzung deines Bildes bezahlen. TV Dinner benötigt Filmmaterial von dir beim Kochen. Wenn du mit der Drohne ein Video zum Thema Kochen hochlädst, erhältst du mehr Geld. Alles klar, wissen wir Bescheid, aber erstmal muss er arbeiten. So, the fridge is empty. Das müssen wir mal wegpacken. Oh, 2032. Oh je, jetzt wird's weniger. 0, 0. Oh Gott, jetzt müssen wir da was machen. Jetzt wird's langsam knifflig. So. Okay, er geht zur Arbeit und sie hat trotzdem Hunger. Dann verbessern wir den Kühlschrank. Nein, dann essen wir eine schnelle Mahlzeit und zwar Hähnchen-Nuggets. Hähnchen-Nuggets sind die beste Idee. Oh. Ach schade, sie wollte gerade Fernsehen gucken. Naja, Pech gehabt. Du kannst nicht immer Fernsehen gucken, du musst auch mal was machen. Blechner-Rock. Okay, da sind die Hähnchen-Nuggets. Ach so, jetzt müssen die noch in die... Oh. Die Welt will Hähnchen-Nuggets. Hähnchen-Nuggets für die Welt. Okay. Na komm. Das ist natürlich eine sehr schwierige Kochfähigkeit. Da stimme ich zu. Ach guck mal, das wusste ich gar nicht. Selbstsichere Sims. Okay, ein selbstsicherer Sim ist meist erfolgreich bei sozialen Kontakten. Versuche Charisma-Fähigkeiten aufzubauen, indem du mit anderen Kontakt knüpfst. Gut zu wissen. Ach, sie startet hier auf unsere Weihnachtsdeko. Beachte die gar nicht, die verkaufen wir demnächst. Beachte sie nicht. Okay. Dieser Kaktus. Dass man die auch nicht gießen muss, das ist ein Wunder. Ich glaube, bei mir wäre der Kaktus schon längst eingegangen, obwohl es ein Kaktus ist. Das ist irgendwie voll deprimierend. Genau, bau mal ein bisschen Stress ab. Sehr gut. Ah, energiegeladenes Dekor. Genau, wir haben ja die Bilder hier aktiviert. Mhm. Immerhin etwas haben wir abgeschlossen. Moment, müssen wir gerade mal gucken. Wird das eigentlich angezeigt? Ja, wird das. Sehr gut. Positive Poster. Alle vier. Sehr gut. Jetzt, das müssten wir noch machen und das müssten wir noch machen. Ich würde gerne mit ihr mal die Archäologiefähigkeit machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das könnte voll interessant werden. Aber gut, aufgehender Stern. Hoppala, so. Okay, sie schaut Fernsehen. Willst du nicht mal was für deine Karriere machen? Lad doch mal bitte hier. Genau, geh mal den Videobestand ansehen. So. Geh mal das Video bearbeiten und dann kannst du es hochladen. Aber erst danach. Erst danach. Aufwärtsplan ansehen. Okay, interessant. Genau, seht ihr? Oh, sie baut auch Fähigkeit auf. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich meine, sie ist Schauspielerin. Sie ist... Oh mein Gott, ihr fehlt nur noch so wenig zu... Dann... Warte mal, du bist selbstsicher, ne? Ach verdammt. Ich wollte gerade sagen, dann übt mal Schauspielern, aber dann halt nicht. So. Okay, mach. Gleich hast du es geschafft. Sehr gut. So. Wie sieht's denn aus? Oh je, sie muss auf Toilette. Kann nicht weiter bearbeitet werden. So. Wie das Video. Oh. Ui. Okay, so viel fehlt nicht mehr. Dann warten wir kurz noch. Charisma, da. Okay. Ja, komm. Wir beschleunigen das mal ein bisschen. Ja, 95. Na komm, 95. 96. Langsam ist sie wirklich ein aufgehender Stern, ne? Aber nur langsam. So.
98. Na komm. Na komm, 99. Und? Und Level up. Komm. Du schaffst das. Jetzt bin ich gespannt. Okay, was kommt jetzt? Was werden wir freischalten? Nein, aber ich denke mal, das hilft dir auch im Beruf. So, Luna kann jetzt eine Horrorszene spielen. Sie kann jetzt ein unangenehmes Gespräch vor einem Fauxpas retten. Ah, okay. Auf Französisch. Ja, ja, Französisch. Schwere Sprache, schwere Sprache. So, und dann gehen wir bitte auf die Toilette. Okay, jetzt haben wir schon zwei Sachen abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch einen Preis erhalten. Wir müssen für den Preis... Okay, das kriegt man vielleicht noch hin. Eine Profi. So. Das Video, was du hochgeladen hast, wird täglich bezahlt. So, was gibt es denn hier noch? Level 10 der Schauspielfähigkeit. Promi-Fliese auf dem Starlight Boulevard. Also Level 5 von Fame her. Beim Auftritt in einem Film Gold verdienen. Okay, das klingt ja alles machbar. Vanessa fragt, ob ich zu ihr rüberkomme. Nee, wir können nicht. Wir haben Casting gleich. Sorry. So, genau, dir fehlt noch die Schreibfähigkeit. Okay. Aber du kommst nach Hause, bevor sie zum Casting. Okay, das ist gut. Ja, dann geh doch nochmal laufen. Wo ist denn das? Da, joggen gehen. Geh nochmal joggen. Tschüss. So, da ist der eine, da kommt der andere. So, oh Gott, er fühlt sich unwohl. Das habe ich vermutet. Das habe ich sehr doll vermutet. So, dann verwende die Toilette. Dann geh duschen. Und dann würde ich sagen, legst du dich schlafen. So. Ich mache jetzt mal zügig. Ich möchte das Casting heute noch hinter uns. Da pinkelt der einfach im Stehen. Dieser Stehpinkler. Der Stehpinkler, das geht mal gar nicht. Hallo? Ja, duschen musst du trotzdem. Das ist mir auch ein Kollege. Nö, hab keine Lust heute zu duschen. Als wäre das so, als wäre das so wählbar. Nö, heute nicht. Ich stink zwar nach Hölle, aber egal. So, heute geht das nicht. Na komm. Bitte krieg das Casting. Bitte krieg das Casting. Bitte, bitte, bitte krieg das Casting. Ich habe so Hoffnung in dich. Ungelogen, habe ich wirklich. Bitte krieg dieses blöde Casting. Dann können wir beschleunigen das jetzt mal. Das ist eine Dusche. Das geht schon. So. Jetzt warten wir eigentlich noch auf sie. Und? Filmrolle erhalten. Ja. Filmrolle erhalten. Luna, du bist toll. Das finde ich richtig strange. So, positive Beschreibung 03. Geruchssensor Drohne Nummer 45 zeigt an, dass du mit den Vorbereitungen begonnen hast, indem du die Hygiene Wartungs... Okay, das ist richtig strange. Aber sehr gut, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Action-Szene üben. Oh Gott. Führe mit einem anderen Zimmer eine Action-Szene oder eine Science-Fiction-Szene auf. Okay. Ich glaube, das können wir gar nicht machen. Mit Filmpartnern, Freunden und Fitness. Okay, das sind Sachen, die wir machen können. Okay, aber leg dich mal hin. Oh, da bin ich ja richtig gespannt. Auftritt der Schatz von Arabiville. Arabiville. Oh Gott, was ist das? So, Donnerstag um 9 Uhr morgens. Das heißt, wir haben den ganzen Mittwoch Zeit, um dieses blöde Zeug da noch hochzuleveln. So, aber ich würde mich dann erstmal verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da geht es dann hier weiter. Und wir werden in Arabville spielen. Mal sehen, wie das wird. Ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, tschüss!